Sie haben ein Auto, dann haben Sie vermutlich Ihr Auto, Ihr gutes Stück auch schon mal in die Werkstatt gebracht und gesagt, bitte macht mir einen kleinen oder großen Service. Für viele ist das aber was Unbekanntes. Warum muss ich das vorher anmelden? Für was kriegen die ihr Geld? Was machen die da eigentlich? Und da habe ich frech Tobias gefragt, komm, das erklären wir jetzt mal ausführlich für alle, die es interessiert. Du jetzt erstmal, Tobias, wer bist du eigentlich? Ja, ich heiße Tobias Geiser, bin hier Serviceberater seit knapp 4 Jahren jetzt hier im Hause in Pforzheim. Mach den Job leidenschaftlich gern und ja, jetzt würde ich euch halt mal einen Blick hinter die Kulissen. Ja, gleich Zwischenfrage. Serviceberater. Du berätst mich zum Service oder was genau machst du? Nee, ich berate quasi dich, wenn du das Auto bringst, was ist in deinem Auto notwendig? Also du bringst mir das Auto, du sagst von deiner Seite aus ist alles in Ordnung. Ich gucke mir das Auto morgens mit dir zusammen an, sag dir danach, was ich denke, von deinem Auto zu halten. Also ob alles gut ist, ob es was gibt, was zu machen ist. Aber sprich, da gehört auch viel Erfahrung dazu. Es gibt verschiedene Antriebe. Was ist mit dem Elektroauto? Bei einem alten Diesel sollte man vielleicht. Und das gehört ja damit auch zu einem Berufsbild. Genau, genau. Ja. Sprich, in diesem Herz schlägt auch Leidenschaft fürs Auto. Ja, definitiv. Gelernt bin ich Kfzler, wie viele Serviceberater, sage ich jetzt mal. Von dem her, da gehört schon ein bisschen was dazu. So, mein Auto sagt, ab in Service. Heute sogar meistens übers Display. Dann sage ich, gut, sollte ich vielleicht tun. Und dann, erster Schritt wird ja erstmal Terminvereinbarung sein. Genau, genau. Also es gibt bei uns verschiedene Wege, wie du einen Termin veranlassen kannst. Das ist einmal ganz klassisch, wie jetzt bei dir. Du rufst mich an, sagst, Inspektion ist fällig. Ja, ich bin jetzt zu viele Kilometer gefahren, dass es nicht vom Intervall her reicht, also dieses Jahr, sondern ich habe jetzt meine 20.000 oder 30.000 Kilometer vorher gefahren. Dann rufst du mich natürlich an. Die zweite Möglichkeit bei uns, wie in so einem modernen Autohaus, kann man natürlich auch über die App dann den Termin ausmachen. Und die dritte Möglichkeit ist, wir haben eine gute Abteilung, die Service-Erinnerungen hintertelefoniert. Ja, also das heißt, nach einem Jahr, einen Monat davor, wirst du angerufen und gesagt, deine Wartung ist fällig, wann können wir sie machen? Sollten wir vielleicht kurz noch einschieben. Diese Servicetermine sind ja kein Objekt, um zu sagen, hey, jetzt kriege ich mal wieder Geld, sondern wir haben es hier mit Motoren zu tun, wir haben es mit Verschleißteilen zu tun, wir haben es mit Stoffen wie zum Beispiel Ölen zu tun, genau. Wo es absolut sinnvoll ist, wenn man auch lange Spaß an seinem Auto haben will, dass man da auch in einem festgelegten Intervall nachschaut, gegebenenfalls ersetzt. Ferner gibt es ja auch durchaus Schäden, das habe ich vom Marv gelernt, wenn man sie rechtzeitig erkennt, dass man teurere Folgeschäden, das berühmte beim Verbrenner, Kolben etc. verhindern kann. Ja, genau. So, jetzt habe ich ja den Termin bei dir, nächster Schritt. Genau, also als nächster Schritt, natürlich tragen wir das dann alles ein im Terminkalender, wann ist der Bringtermin, wann willst du das Auto abholen, ja. Das heißt, wir können alles genau darüber steuern. Ja? Also wenn du jetzt sagst, du brauchst dein Auto, du bringst mir morgen um 8 und brauchst aber um 1 Uhr wieder, dann geht es ja, dann tragen wir das gleich ein. Du wirst natürlich auch gleichzeitig gefragt, ob du eine Mobilitätslösung für diesen Tag brauchen wirst. Ja, der muss natürlich auch vorbereitet, gerichtet, reserviert werden. Also ja. Größere serviceorientierte Häuser wie das unsere sagen dann, lieber Kunde, du musst ja trotzdem gleich zur Arbeit fahren, einkaufen oder Kinder abholen. Ja. Wir haben hier die Möglichkeit, da ja viele Fahrzeuge stehen, dann auch dafür zu sorgen, dass du weiterhin mobil bist, auch genau. Ohne dein Auto. Genau, genau. Also als Alternative bieten wir dann auch noch den öffentlichen Nahverkehr an, dass man dann einfach abends bringst du mir dann das Busticket und wir bezahlen das sogar aus. Jetzt haben wir den Termin gefunden und gegebenenfalls können wir den Kunden auch helfen, weiter mobil zu sein. Genau. Jetzt rollt bei dir das Auto auf den Hof oder was passiert jetzt? Nee, jetzt habe ich den Auftrag vor mir liegen mit, du bringst dein Auto am so und so viel, ja, und dann werden die Fahrzeuge noch auf Rückrufe, auf eventuelle Rückrufe geprüft, dass die dann am gleichen Tag erledigt werden können, ja. Automatisch. Also du hättest genau. Jetzt, keine Ahnung, ein Nissan Qashqai der dritten Generation, dann sagt dir automatisch dein System, Achtung, pass auf. Da passiert was, ja. Da Anschnallgurt rechts hinten, bitte, klemmt ab und zu, muss man das und das machen. Genau. Jetzt müssen wir aber fairerweise dazu ergänzen, wir sind ja Fachwerkstatt für die Marken Nissan, Hyundai, Honda und MG. Genau. Da wird das automatisch passieren. Achtung bei Fremdfabrikaten, wenn ich also jetzt mit dem alten Daimler komme, dann wird es natürlich schwierig. Genau, das wird extrem schwierig. Ja. Passiert. Genau. Also erste gute Leistung, ihr wisst, Mann, da muss dringend was gemacht werden. Ja. Gut. Was kommt als nächstes?
Also als nächstes passiert 3 Tage, bevor ihr das Auto bringt, passiert dann ganz einfach, dass quasi im Lager werden die Teile, was wir für dein Auto theoretisch benötigen, ja, das, was man vorher, ohne das Auto gesehen zu haben, bestellen muss, ja, die bestellen wir dann, es wird vorkommissioniert. Das heißt ganz einfach, dass die Teile gerichtet werden, in so eine schöne Box verteilt werden und dann im Lager abgestellt werden, sodass alles griffbereit für den Mechaniker 3 Tage später ist. Also das ist wirklich die Box und da steht dann mein Auto quasi, der Mechaniker weiß, die Box muss ich jetzt greifen. Genau. Gut, ist aber auch eine Leistung, müsst ihr auch machen. Definitiv, muss vorgerichtet Wobei werden. Wobei manche Teile ja wahrscheinlich prinzipiell bei euch auf dem Lager sind oder gegebenenfalls ja, genau. auch extra bestellt ja. werden müssen. Ja. Gut, okay. Es geht weiter, 1 Tag bevor du dein Auto bringst und einen Ersatzwagen beispielsweise nimmst, wird abends der Ersatzwagen gerichtet. Ist noch genügend Benzin drin? Ist er sauber? Ist er vorbereitet? Ist das Fahrzeug da? Ja, das wird dann alles natürlich einen Tag oder einen Abend vorher auf jeden Fall gerichtet. Ja? Okay, da bist du auch verantwortlich. Also wenn ich dann mein Auto nicht kriege, dann sage ich, Tobias. Genau, genau. Schuld ist mir ein Cappuccino. So, okay. Den kriegst du immer. weiter geht's am Vorabend, wird dann die Planung der Werkstatt für den Folgetag erledigt. Ja? Das heißt, unser Werkstattmeister oder ich, je nachdem wer gerade da ist, plant die Werkstattarbeiten für den ganzen Folgetag. Ja? Das heißt, das wird dann anhand von der Bring- und Abholzeit eingeplant, sodass das für den Kunden passt, dass wir noch ein bisschen Pufferzeiten dazwischen haben, dass da nichts schief. Stelle ich mir aber durchaus komplex vor, weil ihr habt ja mehr, ich sage immer Hebebühnenarbeitsplätze, wie würdet ihr sagen? Ja. Das ist ja ein ganzer Schwung. Trotz alledem, auch wenn Maschinen ja nicht Menschen sind, aber es kann Unvorhergesehenes passieren. Also ihr müsst ja auch mit Pufferzeiten genau. irgendwas arbeiten und denken und es muss ja trotzdem eine richtige Taktung da sein. Wichtig für uns ist eigentlich der Satz, dass wir immer alles am gleichen Tag machen wollen. Ja? Fix it right the first time. Das heißt, am besten alles an einem Tag schaffen. Das heißt, die Grundsachen, Inspektion, wenn dann beispielsweise noch eine Bremse oder sowas anfällt, dann machen wir die noch am gleichen Tag, sodass das Auto immer abends abholbereit ist. Aber es gehört ja viel Organisationstalent dann auch dazu. Definitiv. Aber jetzt passiert endlich das, was ich ja eigentlich erwarte, weil ich dir den Schlüssel in die Hand gedrückt habe. Es wird irgendwann mal ein gutes Stück bei dir endlich auf der Hebebühne genau. stehen. Genau, also ich sage dir dann morgens natürlich persönlich Hallo. Wir gucken das Auto dann zusammen auf der Dialogannahme an. Das ist extrem wichtig. Ja, also, dass ich mit dir in deinem Beisein sage, komm, wir gucken uns das Auto an. Wir sprechen alles durch, ob du vielleicht doch eine Kleinigkeit gefunden hast im letzten Jahr, ob alles gut war. Sprechen drüber, was gemacht wird. Wenn ich jetzt noch eine Zusatzarbeiten finde würde, dass man das auch besprechen und dann in einem Kostenvoranschlag festhalten. Ja, da muss man ja zugeben, du kennst natürlich jetzt Modelle wie zum Beispiel den Qashqai in jeder Generation in- und auswendig ja. und wüsstest ja sofort, wo du mal hinschauen musst, ob da vielleicht doch irgendwas wäre, was der Laie gar nicht sehen wird, wo du sagen könntest, hey, wird ja mal Sinn machen, die Querlenker sich mal anzuschauen zum Beispiel. Genau, um das geht es uns. Also bei der Dialogannahme ist ganz, das ist sehr transparent, ja, wir nehmen das Auto auf die Hebebühne, wir lassen die Räder frei heben, wackeln an sämtlichen Querlenkern, lagern, also das ist wirklich perfekt. Okay, ja. Das nennt ihr Dialogannahme genau. und dann ist dann quasi mit dem Kunden zusammen alles abgestimmt, was zu tun ist. Genau, die Kosten sind bestimmt für die Abholzeit am Abend. Ja, also das heißt, du weißt morgens, was du abends an Geld bringen musst. Einfach, dass man in der Sache sehr transparent sind. Und ja. fair und sich dann auch genau. gut fühlen. Ja. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt es tatsächlich mal in die Werkstatt. Jetzt willst du endlich mal dreckige Hände geben, Mann. Genau, da passt. Also natürlich wird dann der Auftrag von mir in die Werkstatt gebracht. Der Monteur arbeitet dann die genaue Liste ab, was wir besprochen haben. Das heißt, er macht nicht mehr und nicht weniger. Er prüft natürlich das Fahrzeug ein bisschen genauer, wie jetzt ich bei der Dialogannahme morgens. Ja. Aber wenn er was findet, kommt, ist der erste Weg zu mir. Ja. Das heißt, beispielsweise, du hast ein Auto mit einer Trommelbremse hinter, das kann ich morgens nicht sehen. Ja. Dann sagt er zu mir, die Bremsbeläge hinten von der Trommelbremse sind unten. Weil man die bei den Felgen so nicht sieht. Ne? Die genau, Scheibenbremse, genau. da würde ich ja theoretisch noch was sehen, genau. aber bei der Trommelbremse ist es siehst du das morgens nicht. Nee. Ja? Dann kommt er zu mir, ich mache dann wiederum einen Kostenvoranschlag und muss das dann mit ihr nachstimmen. Ja? Sag dann du, es kostet 200 Euro mehr beispielsweise, ja? dass du da auch abends dann trotz allem Bescheid weißt und wir einfach die Transparenz haben. Ja? Wir können mittlerweile, wir machen auch in jeder Beschädigung auch ein Bild. Ja, das kann man auch gerne als Anhang per Mail verschicken, sodass das alles richtig gut ist. Ja. Und dann würde quasi der Kfz-ler, hätte man früher gesagt, der Automobilexperte, dann diese Liste abarbeiten. Genau. Dann wird es wahrscheinlich noch eine Endkontrolle oder sowas geben. Oder? Genau, das ist ein wichtiger Punkt bei uns. Also wir haben kein Vier-Augen-Prinzip, wenn es ums Auto geht, sondern ein Sechs-Augen-Prinzip.
ich gucke mir das Auto morgens als Serviceberater an, ja, prüfe schon mal die groben Sachen. Der Mechaniker guckt auch noch mal alles durch und am Schluss die Endkontrolle durch den Meister gefahren, ja, wo dann auch noch mal das Fahrzeug auf die Hebebühne nimmt und noch mal den Endkontrollcheck übernimmt. Also haben wir quasi 3 Personen, 6 Augen, die das angeschaut haben. Das war, glaube ich, auch noch mal dem Zuschauer klar machen, warum. Natürlich einerseits auch du, eine vertrauensbildende Maßnahme, dass der Kunde auch je transparent weiß, was denn passiert. Denn es gibt ja auch schwarze Schafe in der Branche, leider. Genau. Wo viel geredet wird und nichts passiert. Das zweite ist natürlich auch, dass mindestens zwei Experten schauen, denn viele Themen sind ja sicherheitsrelevant, dass auch wirklich eine quasi 100%ige Quote ist, dass die sicherheitsrelevanten Themen auch perfekt erarbeitet wurden. Genau, das ist auch das Wichtige und auch der Sinn dahinter. Ja? Also wenn ich morgens ein Auto annehme, dann fahre ich das nachmittags nicht Probe. Das muss dann der Kollege machen. Ja? So, theoretisch wäre das Auto durch. Noch nicht? Okay. Noch nicht ganz, genau. Also natürlich muss auch noch die Rechnung geschrieben werden, ja. Wir haben da ganz nette Kollegen vorne, die das für uns übernehmen, Gott sei Dank. Die schreiben dann die Rechnung fertig, sortieren sämtliche Unterlagen, weil bei einer Inspektion mit TÜV und allem drum und dran kommt natürlich doch ein bisschen Papierkram zusammen. Die Sachen werden dann auch tatsächlich bei uns eingescannt, dass wir auch noch eine Nachverfolgung haben für die nächsten Jahre, ne? Was wird gemacht genau, was wird geprüft, dass man das quasi im Original auch noch dran. Okay, dann haben wir quasi abends wieder die Fahrzeugübergabe. Genau, die Fahrzeugübergabe, die findet auch durch den Serviceberater oder Meister statt, der das Fahrzeug morgens angenommen hat. Ist auch nochmal ganz wichtig, dass man die Rechnung nochmal erklärt, auch wenn man sie morgens eigentlich schon durchgesprochen hat. Ist aber trotzdem nochmal ein wichtiger Aspekt, ja. Der eventuelle Ersatzwagen wird zurückgenommen, wird einfach weggestellt und natürlich dann die Fahrzeugübergabe an den Kunden wiederum von seinem Fahrzeug. So, abschließend sind wir immer noch nicht fertig, denn dieses Haus trägt den Namen Walter, das ist ein Familienbetrieb und wir beide kennen ja bestens Walters, ja. Und die stehen sehr auf Qualität und Kundenzufriedenheit. Somit, ich habe mein Auto und dann passiert trotzdem nochmal was. Ja, genau, also circa eine Woche später wird einfach der Kunde nochmal kontaktiert, ob alles soweit gut war mit der Serviceleistung, ob alles gepasst hat und vor allem, ob alles mit dem Auto stimmt. Ja. Ist ganz wichtig bei manchen Großreparaturen, wenn dann noch mal ein bisschen mehr repariert wurde, außer der normalen Kundendienst, der das mal einfach genau weiß, das Auto fährt so wie es soll, Kunde ist zufrieden, alles ist gut. Perfekt. Wir sind auch recht stolz drauf, dass wir ein paar Auszeichnungen auch schon bekommen haben, ja. Als serviceorientiertes bestes Autohaus. Und das machen wir weiter so. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnten wir einen guten Einblick geben, wie die Welt ist, wenn Fragen sind oder andere Themen. Sag, hey, jetzt ist er da, der Tobias Mann, George Clooney Schläfe, super nett. Der soll uns noch mehr erklären. Bitte gern ab in die Kommentare. Dann werden wir doch schauen, wie der Tobias vor die Kamera zu zerren. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder hier im YouTube-Kanal zu tollen neuen Themen rund um die Mobilität vom Fahrradträger über Dachboxen, von der Kampf gegen den Mardern bis Camping wiedersehen werden. Vielen lieben Dank. Danke.